Herzlich willkommen erstmal. Ich bin heute der Lückenfüller hier. Ich habe dann einen sehr alten Vortrag von mir reaktiviert. Den habe ich vor vielen Jahren einmal für Princess, fürs KH Stuttgart gehalten. Und es geht um, in diesem Fall, Kommunikationserfahrungen, die ich mit einigen Leuten zusammen im Usenet-Kontext gemacht habe. Aber ich glaube, dass das im Großen und Ganzen so auf aktuelle Online-Erlebnisse auch übertragbar ist. Was ist eine Flame? Also worum soll es überhaupt gehen? Eine Flame ist entweder ein Artikel oder Beitrag in einer Online-Diskussion, der provozierend oder beleidigend geschrieben ist oder der halt auf eine Art und Weise ein relativ unwichtiges oder formales Thema behandelt, so dass derjenige, der es liest, sich darüber sehr aufregt und in Zorn gerät. Jedenfalls ist das die Definition, so wie man sie im Jargon-File findet. Und das ist vermutlich relativ akkurat. Warum schreiben Leute Flames? Wenn man die fragt, warum sie das denn tun, dann kriegt man als Antworten entweder, das kann man doch so nicht stehen lassen, oder der soll sich doch erstmal benehmen lernen, oder ich wollte, das ist eigentlich die häufigste Antwort, ich weiß auch, dass mein Verhalten nicht richtig konstruktiv ist, aber jetzt fühle ich mich besser. Dafür ist natürlich die Diskussion in Folge im Arsch, aber das ist ein das ist dann nicht mein Problem, sondern Hauptsache mir geht's erstmal besser. Das passiert in der Regel im Netz und nicht in der realen Welt. Also wenn man sich mit diesen Leuten, die als Online-Idioten Diskussionsforums weit bekannt und gar berüchtigt sind, unterhält, so bei einem Bier abends im Garten oder so, das sind eigentlich relativ intelligente und ziemlich nette Leute, solange man denen gegenüber sitzt. Und solange die nicht irgendwie durch Tastatur und Bildschirm und viele Meilen Kabel von einem getrennt sind. Und wenn man das verstehen will oder wenn man sich das Ganze anguckt, dann muss man sich ein bisschen mit Kommunikation, also wie Leute miteinander reden, auseinandersetzen. Wenn man das mal macht oder anfängt zumindest, dann fällt einem als erstes hier dieses vier Personen, vier Schnäbel oder was auch immer Modell entgegen. Jedes Mal, wenn ich was erzähle, dann erzähle ich einmal über eine bestimmte Sache. Ich sage aber auch in der Art und Weise, wie ich darüber rede, wie ich gerade darüber denke oder wie es mir geht. Ich sage halt auch, ich rede anders mit Leuten, die ich kenne oder mit meiner Familie, als hier zum Beispiel in der Vortragssituation oder was weiß ich, mit meinem Chef. Das heißt, ich sage etwas über die Beziehung, die wir beide haben, wie wir zueinander stehen. Und eigentlich, selbst wenn ich nur etwas sage oder wir hier einen Vortrag halte, dann will ich ja eigentlich etwas, weil jede Kommunikation ist immer eine Störung. Also du sitzt da und machst irgendwie was und wenn ich dich jetzt so fokussiere und dich anrede, dann will ich was ganz Konkretes. Hör mir zu, ja, und lern was. Dann will ich was ganz Konkretes. Das ist der Appell dann, der da immer irgendwie mitschwingt. Ja, jedes Mal, wenn ich mit jemandem kommuniziere, dann deswegen, weil ich sein vor sich hin eideln oder selber machen oder was auch immer verändern möchte. Ich will ihn stören, damit er etwas anderes macht oder damit er etwas anders macht. Und das ist dieser Appellaspekt, den wir dann da haben. Kommunikation ist Verhalten und es gibt kein Anti-Verhalten oder Nicht-Verhalten oder sowas in der Art. Ja, und deswegen ist selbst eine Flame, also wenn ich jemanden im Netz fertig mache oder sowas, ist eigentlich eine Form von Kommunikation und sagt etwas aus. Und die besonderen Umstände des Netzes, der Kommunikation online, die machen das notwendig, dass man die erlernten Verhaltensmuster aus der realen Welt mal kurz schließt und mit Flames anders umgeht, damit man da etwas bewirken kann. Das muss man sich aber antrainieren, das kann man nicht automatisch. Und alle normalen Verhaltensmuster, die man vorher so online erlernt hat, offline erlernt hat, die sind online wirkungslos und deswegen falsch. Außerhalb des Netzes, hier zum Beispiel, wenn ich mit Leuten rede, habe ich ganz, ganz viele Kommunikationskanäle. Also der Text, den ich jetzt hier so vor mir gebe, den könnte ich aufschreiben, aber das ist nicht das, was hier passiert, sondern gleichzeitig seht ihr mich hier noch, hört die Stimme und wie ich betone,
wie ich mich bewege und rumhopse. Wenn ich hier solche Sachen verwende wie Ironie oder Sarkasmus, ist das relativ leicht zu erkennen, weil meine Grimassen und das ganze Verhalten nicht mit der textuellen Botschaft, die rüberkommt, zusammenpassen. Auch viele andere Sachen, Begeisterung oder Übereinstimmung oder Nicht-Übereinstimmung von Gestik, Mimik und Aussage, sind Sachen, die hier alles das, was ich sage, noch einmal qualifizieren oder relativieren oder in Kontext setzen. Und vor allen Dingen sehe ich auch mein Publikum. Das heißt, ich weiß auch etwas über mein Publikum und kann das, was ich sage, wenn ich es sage, anpassen und auf das Publikum abstimmen. Und in einer Online-Situation ist das meiste davon nicht vorhanden. Alles, was noch kommt, ist der Text. Und das ist eigentlich eine relativ reduzierte Kommunikationssituation. Und diese ganzen sozialen Hinweise, dieser ganze Kram, mit dem man Sachen relativieren kann, mit dem man das, was man sagt, gleich wieder in Frage stellen kann, dadurch, wie man sich gibt oder wie man es betont, das fehlt alles. Und das auf der einen Seite lädt es dazu ein, Dinge fehl zu interpretieren oder überzureagieren. Und auf der anderen Seite ist es auch so, insbesondere wenn ich ein offenes Forum beschreibe, also wenn ich nicht eine Person adressiere oder eine geschlossene Gruppe, die ich kenne, sondern über zeitlichen Versatz und unbekannte Rezipientengruppe für unbekannte Leute schreibe, gibt es auch noch einen Kontext, der auch offen für Interpretation ist, weil unter Umständen der Leser und der Schreiber der Nachricht ganz andere Erwartungen haben. Es ist ja auch so, das sehen wir gleich nochmal, glaube ich, in einer anderen Folie, dass ich, wenn ich online schreibe, viele Leute zwar ein schriftliches Medium benutzen, also eigentlich schreiben müssten wie für einen Zeitungsartikel oder einen Brief oder ein Buch, aber auf der anderen Seite einen Sprachstil verwenden, der eher der gesprochenen Sprache naheliegt. Insbesondere, also das ist zwar ein Artikel in irgendeinem Forum oder im Usenet oder sonst wie, aber so wie es geschrieben wird, könnte es auch ein Chat sein oder einfach ein Sprachprotokoll von etwas, der also abends in der Kneipe sitzt und was erzählt oder sowas. Das heißt, ich habe also alle die persistenten Eigenschaften von einem Buch oder von einem Zeitungsartikel. Ich kenne den Empfänger nicht, ich habe den zeitlichen Versatz da drin, ich kenne den sozialen Kontext nicht. Unter Umständen kenne ich auch die Diskussion, den größeren Kontext, in die es eingebettet ist, nicht. Auf der anderen Seite habe ich aber auch noch all die Laxheiten und Abkürzungen und Insiderwitze, die sich aus der Situation wie bei einer gesprochenen Sprache ergeben, nur dass ich sich jetzt in eine feste Form gieße. Und das führt natürlich dann auch zu einer Zeitbombenspur in meiner Kommunikation, wo dann möglicherweise Monate später Leute hinterherlesen, da der Kontext aber ein anderer ist oder gar fehlt und dann auf meinem geschriebenen, gesprochenen, anders muss man das ja gar nicht, kann man das gar nicht charakterisieren, ruminterpretieren und dann natürlich in die Luft gehen. Außerdem passiert noch etwas anderes in Foren und auch im Usenet. Und zwar ist es einerseits so, dass es eine ganze Menge Leute gibt, die in einem Forum Dauerteilnehmer sind, also schon lange dabei und sich auch daran erinnern, was dort vorher passiert ist. Gleichzeitig gibt es aber in vielen dieser Dinger auch Laufkundschaft. Das sind Leute, die irgendwie was gegoogelt haben. Das könnte das sein, was ich suche, dann mitten in eine laufende Unterhaltung von vor 4 Monaten reinplatzen, was lesen und dann eine Verständnisfrage haben oder auch einfach nichts verstehen und nochmal hinterher fragen. Und es gibt eine ganze Reihe Filme, die sich mit dieser Situation beschäftigen. Aber die meisten Online-Communities sind erstaunlich schlecht eingerichtet auf diese Situation. Das führt dazu, dass entweder die Diskussion auf der Stelle tritt, weil solche Neuankömmlinge ineffizient aufgenommen werden oder überhaupt kein Mechanismus existiert, um die abzufertigen oder zu integrieren. Und auf der anderen Seite die ganzen regulären Leute da sehr schnell genervt sind, weil sie sich vorkommen, als seien sie irgendwie, die Hauptpersonen in einem dieser Filme. Wenn wir in der realen Welt mit sozialen Systemen zu tun haben, dann erwarten wir von Leuten, dass sie sich in einem bestimmten Kontext auf eine bestimmte Art und Weise verhalten. Also wenn ich in einer Kneipe bin in Deutschland, dann
trinke ich mein Bier auf die folgende Art und Weise und am Stammtisch setze ich mich vielleicht nicht gerade hin, wenn ich nicht dazugehöre und all solche Sachen. Wenn ich, was weiß ich, in UK mein Bier trinke, dann findet da traditionell ab 22 Uhr die betrunkenen Schlägerei statt. Da kann man dann dran teilnehmen oder nicht. All solche Sachen. Jedenfalls gibt es in allen diesen sozialen Systemen Methoden zum Erzwingen von Konformität. Und im realen Leben gibt es dafür zwei Mechanismen, nämlich einmal konformes Verhalten, korrektes Verhalten wird belohnt. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass insbesondere nicht konformes Verhalten durch negatives Feedback, Schlag aufs Maul, bestraft wird. Ja? Also wenn ich nicht auf die korrekte Art und Weise an der traditionellen Kneipenschlägerei zu tun teilnehme, dann kriege ich aufs Maul. Anders auch, aber in den meisten Situationen hat man die Wahl. Also kommt jemand an und na. Das ist ein extrem bekanntes Zitat von Larry Wall, die Person, die uns Perl gegeben hat, und auch das hier. Und das muss man interpretieren, damit man es versteht. Da steht also, die sozialdynamischen Verhaltensweisen im Netz sind eine direkte Konsequenz der Tatsache, dass niemand bis jetzt ein Protokoll entwickelt hat, mit dem man jemanden remote erwürgen kann. Aber was heißt es? Ich meine, es ist lustig, ja, aber was heißt es? Es heißt, dass du im Netz keine negativen Feedback-Mechanismen hast. Du kannst niemanden remote erwürgen, auch wenn er es verdient hat. Du kannst mir auch nicht remote aufs Maul hauen und kannst ihn auch nicht aussperren, also aus der Diskussion fernhalten. Du hast überhaupt nichts, was du tun kannst, um negatives Feedback abzuliefern. Jedes negative Feedback, das du ablieferst, schadet dir und der Diskussion, die du gerade mit deinen Freunden führst, mehr, als du diesem Störer, Troll oder was auch immer da schadest. Ja? Das Einzige, was du noch hast, sind positive Feedback-Mechanismen, mit denen du konformes Verhalten belohnen kannst. Die ganzen negativen Verhaltensweisen hast du nicht. Insbesondere hast du sie im Usenet nicht, weil du im Usenet auch niemanden rausgebannt kriegst. Der geht dann halt irgendwo anders und macht von da aus weiter. Das ist nun wirklich zur Genüge ausprobiert worden und bewiesen worden, dass es nicht geht. Bei modernen Webforen ist das ein bisschen anders, da geht das mit der Bannerei. Das heißt, ich habe dann diesen Account einer Sockenpuppe gesperrt, aber seine anderen 1200 hat er natürlich noch. Da kann man sich dann auch leicht überlegen, wie lange man dieses Spiel spielen möchte und was zuerst tot geht, der Störer oder die Diskussion im Forum, die produktive. Das ist halt das andere, mit dem man sich hier auseinandersetzen muss. Kommunikation hat halt immer Auswirkungen auf den, mit dem ich irgendwie rede, aber wenn es ein öffentliches Forum ist, halt auch immer bewirkt es, was hinsichtlich meines Ansehens in den Augen derer, die mir wichtig sind. Und es bewirkt auch etwas im Hinblick auf die Auswirkungen auf Dritte. Und wenn es dann aufgezeichnet ist und über lange Zeit erhalten bleibt, auch über Dritte, die sehr viel später kommen. Und daraus ergibt sich dann die Frage für den Umgang mit Trollen oder Flames, was ist effektiv? Was kann ich tun, wenn ich tatsächlich keinerlei Repressionsmechanismen habe? Wenn ich mich also ausschließlich auf positive Feedback-Mechanismen verlassen muss beim Erziehen von Leuten, denn darauf läuft es ja hinaus. Und wir reden ja hier über Krieg. Effektiv. Also ich möchte mit Gewalt, ohne dass ich wirklich Gewalt ausüben kann, möchte mit Zwang in irgendeiner Art und Weise eine Verhaltensänderung bei Leuten bewirken. Oder überhaupt Veränderung. Und das Erste, was ich machen muss, wenn ich Krieg führen möchte, ist ja, das vergessen manche Leute und vor allen Dingen auch zurzeit gerade ein paar Nationen gerade, das Erste, was ich mir überlegen muss, ist ja, was möchte ich eigentlich als Kriegsziel erreichen? Also was, wenn ich jetzt Streit suche, ja, was will ich denn eigentlich am Ende haben? Und eigentlich möchte ich ja, dass diese Leute sich so verhalten, wie es für dieses Forum, was immer das gerade ist, angemessen ist. Dafür müsste ich es erstmal definieren. Also ich müsste, wenn ich eine bestimmte Kultur durchsetzen möchte, die erst einmal irgendwie aufschreiben und definieren. Das ist ein bisschen blöd, wenn man in so einer Murmeltier Tagssituation ist und man gar keine Kultur hat, weil man sich nicht erinnern kann an das, was gestern gelaufen ist. Wir haben keine negativen
Feedback-Mechanismen. Wir können nicht strafen. Wir haben keine Möglichkeiten, Leute rauszuwerfen, ihre Artikel zu löschen, ihre Kommunikation zu unterdrücken oder rauszufiltern. Ich kann zwar das, was bei mir reinkommt, filtern, wenn ich einen guten Newsreader habe oder wenn ich einen guten Client fürs Forum habe. Aber ich kann diesen Filter nicht anderen überstülpen. Damit kann ich diejenigen Leute, die ich raushaben möchte, nicht für alle rausdrängen. Das geht nicht. Und das andere, was nicht geht, ist, weil ich keine Repressionsmechanismen habe, brauche ich auch nicht zu drohen. Also alles das, was an angstbasierten Mechanismen ist, wenn du dich nicht benimmst, dann ja was eigentlich? Das ist ein Bluff. Das kann ich mir also auch gleich abgewöhnen, weil das nirgendwo hinführt. Also die ganze Darth Vader-Methodik kann man sich gerade mal wegkippen, weil das nirgendwo hinführt. Vor 14 Jahren, am 1. Januar 2000, da sieht man mal, wie alt das hier alles ist, und man sieht auch, es funktioniert immer noch nicht. Das sind nur die Namen, die sich ändern, die Inhalte wiederholen sich. Vor 14 Jahren gab es ein Diskussionsforum dcomp.lang.php für die Programmiersprache PHP, neu gegründet. Vorher gab es nur Mailinglisten und da gab es dann ein damals relativ populäres und großes Forum, mit dem Leute dann zu PHP Fragen stellen konnten. Und das wuchs auch relativ schnell und es war relativ viel Drive-by-Kommunikation. Heute würde man das so auf Stack Exchange machen, wo halt Leute auftauchen, technische Fragen stellen und dann eine Antwort wollen. Und natürlich ist das so, dass die alle dieselben Fragen stellen, weil es gerade hip ist oder ein CT-Artikel war oder sowas in der Art. Das heißt aber auch, dass erstens jede Menge falsche Antworten da sind, dass außerdem alle möglichen Leute genervt sind, weil sie es 13.000 Mal erklären müssen. Und dass dann der Ton in der ganzen Gruppe relativ schnell auch unfreundlich wird, weil, wie gesagt, alle genervt sind und die, die die Antworten kriegen, auch genervt sind, weil die Antworten halt einfach schlecht sind. Das Erste ist also hier, wir wollen ein Erinnerungsvermögen haben irgendwie. Das Zweite ist, ich möchte dann die Kommunikation in der Gruppe kontrollieren. Ich habe aber keine Repressionsmechanismen. Ich möchte bestimmte Standards etablieren und durchsetzen. Ich möchte, dass die Leute nett zueinander sind, dass die Antworten, die sie schreiben, getestet sind, also bewiesen korrekt. Und vor allen Dingen möchte ich, dass auch Neulinge, die da reinkommen und so Drive-by-Fragen stellen, dass die sinnvolle Antworten bekommen und dann womöglich da bleiben. Vielleicht kann ich die ja konvertieren oder Teile davon, dass sie mir helfen, wenn die noch mehr Neulinge kommen, Antworten zu beantworten. Dann muss ich die ganzen Fragen nämlich nicht selber beantworten und das fände ich voll super, dann hätte ich wieder Zeit. Das geht, also ich kann das schaffen, weil erstens ist es eine neue Gruppe, das heißt, es ist noch nichts etabliert. Wenn ich das jetzt mache, dann ist das alles meins und meine Regeln sind die, die gelten, weil es sind halt die ersten und solange die nicht vollkommen Dreck sind, nehmen sie, also alle, die da sind, diese Regeln, als die Regeln, die für alle gelten, auf, weil es ist besser, als keine zu haben. Ich kann also gewinnen. Und das andere ist eine technische Gruppe und ich bin ein technischer Schreiber. Das heißt, ich kann tatsächlich Dinge tun, die was bewirken. Erster Schritt ist also Schluss mit dem Murmeltiertag. Wir stellen mal ein Erinnerungsvermögen her, wir machen eine FAQ. Und das andere ist, das Kommunikationsziel ist, ich möchte respektbasierende Kommunikation haben, weil das mit der angstbasierenden Kommunikation sowieso nicht funktioniert. Ja? Das heißt, ich schreibe also ein paar Antworten. Die Antworten sind getestet, das habe ich nämlich getan. Es sind auch die, die nachgefragt werden. Und dadurch generiere ich Karma. Und weil die anderen das halt sehen, erstens, Chris' Antworten sind gut und richtig. Und zweitens, Chris macht das anders als wir, machen wir ihn doch mal nach. Dann kriegen wir auch Karma. Habe ich vielleicht die Möglichkeit, Leute zu animieren und meinem Beispiel nachzueifern. Und wenn ich die anderen erst einmal infiziert habe und die das auch so machen, dann infizieren wir vielleicht gemeinsam noch mehr und hinterher haben wir eine riesengroße Zombie-Armee von Leuten, die das alles auf eine sinnvolle Art und Weise machen. Und wenn dann Trolle reinkommen und das Trolle sind, die eigentlich deswegen trollen, weil sie Aufmerksamkeit wollen, dann stellen sie fest, so mit ihrer bekannten Methodik klappt das nicht. Aber wenn sie das so machen wie Chris und seine Zombie-Armee, dann klappt das. Und dann kann ich anfangen, diese Trolle auch zu assimilieren und in meine Armee zu integrieren. Ich habe mir also ein bisschen Zeit genommen, ein paar Antworten geschrieben, ein bisschen Technik aufgesetzt, mit dem ich das Ganze in eine Website umändern kann. Und ich habe mir ein Zeitbudget dafür gegeben,
zu dem Zeitpunkt, als das da passiert ist, also abends irgendwie nach Hause kommen, eine Stunde mal hin und dann im Akkord Artikel wegballern, alle nach diesen Kriterien und nach 60 Minuten, piep, einfach aufhören und was Sinnvolles machen. Ich war provoziert worden. Es gab zu dieser Zeit eine Gruppe, die Linux-Gruppe. Da hat eine Person geschrieben mit so einem technischen und einem Soziologie-Hintergrund, Robin Socher, der richtig, richtig toll schreiben konnte. Der hat sich dort also schwierige Fragen, die keiner beantwortet hat, in der Linux-Gruppe genommen, hat dafür eine getestete, absolut korrekte Antwort genommen, einen harten technischen Kern, und hat dann da auf eine total brillante und sich nicht wiederholende Art und Weise provozierende Formulierungen rumgestrickt, dass die Person, die diese Antwort bekommen hatte, nicht anders konnte, als einen totalen Rage-Anfall zu kriegen und in alle Richtungen zu explodieren. Und sie war komplett unfähig zu erkennen, dass die Lösung, nach der sie gefragt hat und auf die sie jetzt vielleicht eine Woche gewartet hat, dass die in diesem Artikel drinsteckt. Man muss ihn nur lesen, ohne das ganze flammbare Material drumherum auf sich wirken zu lassen. Brillant, absolut super. Epigonen sind Nachäffer, und zwar insbesondere solche, die das Prinzip nicht verstanden haben. Das heißt also, alle anderen in dieser Linux-Gruppe haben jetzt gesehen, da ist eine Antwort von Robin Socher, die ist absolut brillant. Ja, obwohl sie nicht verstehen, warum sie so brillant ist. Aber es hat Spaß gemacht, die zu lesen, und das Feuerwerk hinterher war auch toll. Und Explosionen, ja, und Dinge fliegen durch die Gegend, das ist super. Und dann schreiben sie also langweilige Flames, also abgeklatschte, sich wiederholende Beschimpfungen ohne Antwort drin. Also der Kern, um den es eigentlich geht, der fehlt. Ja, und ratzfatz ist das gesamte Kommunikationsklima in der Gruppe komplett im Eimer. Die Gruppe ist absolut nutzlos gewesen. Habe ich mit Robin darüber unterhalten. Und er meinte, ja, aber es macht einen Heidenspaß. Und ich so, ja, aber du ruinierst die ganze Gruppe. Und er so, ja, aber es macht einen Heidenspaß. Naja, und außerdem behauptete er, es ginge gar nicht anders. Und das war halt, als ich dann gerade mein New Group DCLP durchkriegte, und dann dachte ich, jetzt demonstriere ich ihm mal, wie ich den ganzen Eimer ohne. Und insbesondere, wie ich auch Leute wie dich, wenn sie da reinkommen, einfach diffuse, weil wenn du mir ein halbes Jahr Vorsprung gibst und dann in diese Gruppe kommst und versuchst, dein Ding da abzuziehen, es wird nicht funktionieren. Ich habe das tatsächlich für 2 Jahre oder so aktiv gemacht und danach nochmal 2 Jahre so hinterher eideln lassen, und es hat echt super geklappt. Auf eine Weise hat es auch nicht geklappt. Ich muss vielleicht mal erklären, was ich gemacht habe. Wir haben also diese FAQ gehabt. Diese FAQ hat für jede Frage eine URL generiert, also einen Artikel pro Seite. Und darunter stand dann eine Antwort mit weiteren Querverweisen auf Hintergrundmaterial und so weiter. Und die Antworten, die ich geschrieben habe, und da habe ich in der Regel weniger als 1 Minute für gebraucht, ist halt, weil ich ja wusste, was in der FAQ steht und wie ich es finde. Wenn da eine Frage kommt, die unbeantwortet war, also ich habe mich grundsätzlich nicht in Sachen eingemischt, die schon gelaufen sind, das ist ja Arbeitszeitverschwendung. Wenn ich eine Frage finde, die unbeantwortet ist, und noch wichtiger, wenn ich eine Frage finde, die gerade beantwortet worden ist, aber wo die Diskussion in die falsche Richtung läuft, dann habe ich da einen Artikel reingeschrieben, der besteht im Grunde genommen aus 3 Teilen, und der erste ist eine Überleitung, der sagt, gleich kommt die Antwort und sie steht mit deiner Frage folgendermaßen in Verbindung. Also dann habe ich die URL geliefert auf die Frage, nicht die URL von der FAQ. Es gibt eine FAQ dieser Gruppe, guck halt nach. Das ist nutzlos. Sondern ich habe ja jemanden, der hat ein akutes Problem. Er ist arbeitsunfähig, er kommt deswegen nicht weiter. Und was ich liefere, ist die URL auf die konkrete Antwort. Diese URL löst dein Problem. Und zwar folgendermaßen, das ist diese Überleitung. Die folgenden Sachen musst du anpacken. Und außerdem, das ist der dritte Teil, ich habe jetzt gerade sein Problem gelöst. Das heißt, offensichtlich mache ich was richtig und ich bin besser als er. Ich habe also gerade Karma generiert. Und dieses Karma nehme ich jetzt in Sachen. Außerdem sind die folgenden Sachen gerade schlecht gelaufen und du bekommst bessere Antworten, wenn du zum Beispiel die Frage richtig stellst oder dein Posting sauber formatierst oder die folgenden Sachen dir abgewöhnst oder was auch immer ich sonst verändert haben möchte an dieser Person. Einfach nochmal nachtreten so und das Karma, das ich gerade generiert habe, einmal wegbrennen und rein investieren, um jemanden auf meine Seite zu ziehen. Und das ist ja auch Kommunikation für Dritte. Dafür ist es ja ein öffentliches Forum. Es ist also nicht nur diese Person, die das liest, sondern andere sehen, erstens, okay, das ging in die falsche Richtung, dann kommt der Typ daher und erstens
hat er das Problem gelöst und zweitens hat er das andere Problem gelöst. Das heißt, ich ziehe sogar die Leute, die kein Problem haben, sondern nur so mitlesen, so langsam auf meine Seite. Ich habe das außerdem im 0. Kapitel der FAQ dokumentiert als Vorgehensweise. Also wir machen die FAQ-Gebrauchsanleitung. Wir machen das folgendermaßen. 1, 2, 3. Eine ganz einfache Sache. Und eine andere Frage, ganz wichtiges Thema. Was passiert, wenn du gerade merkst, dass du Burnout bist, dass du wütend bist, dass du nicht einfach stupide dieses andere 1-2-3-Schema durchziehen kannst. Das Wichtigste, das Allerwichtigste ist, halt die Klappe. Du bist nicht alleine, du musst nicht allein die Welt retten. Wenn das nicht dein Tag ist, lass die anderen die Welt retten. Ja, dafür haben wir hier die Superheldenliga, dass nicht einer die ganzen Schläge alle Tage fangen muss. Aber wenn du wütend bist und keine sauberen Antworten lieferst, jemanden da reingrätscht und emotional bist in der ganzen Sache, dann versaust du für alle die Arbeit und machst es allen schwieriger. Das ist das Allerwichtigste. Und diese beiden Sachen haben wir uns dann auch untereinander, nachdem wir dann so eine Gruppe hatten, zugeschossen. Das heißt, immer wenn, aber hintenrum per Mail, also unsichtbar, für die öffentliche Kommunikation. Das heißt, immer wenn wir gesehen haben, dass einer ausbrennen ist oder die Form verliert oder was auch immer, dann zack, hier die URL mit dem Burnout-Artikel und das Folgende machst du gerade falsch. Du musst gar nicht viel tun, einfach die Klappe halten, ich nehme den. Und dadurch hat sich dann, weil es auch hintenrum war, so eine kleine Verschwörung gebildet von Leuten, die halt wussten, wie es geht und die alle nach außen hin diese Form einfach wiederholt haben, ganz stupide. Und du hast also so eine Raging Troll-Army, die da ankommt und versucht, die ganze Gruppe anzuzünden. Und das Einzige, was sie bekommen, ist total sachliche, emotionslose, korrekte, geprüfte Antworten, alle in derselben Form. Das heißt, es passiert also gar nichts aus der Sicht des Trolls, außer dass die Frage in der Frage, also der technische Teil der Frage, unweigerlich korrekt in kürzester Zeit beantwortet wird und damit ist das Gespräch auch zu Ende. Der nächste bitte, piep. Das führt dazu, dass die Trolle innerhalb weniger Zehntelsekunden die Lust verlieren und einfach verschwinden. Ja, solange man da das Unkraut in dem Garten einfach wegjätet, kann gar nichts passieren. Das hat unglaublich lange geklappt. Also auch nachdem ich mich da nach einiger Zeit rausgezogen habe und dann nur noch ein bisschen FAQ gepflegt oder hintenrum meine Leute auf Linie gehalten habe oder die Leute, wo das nicht ganz klar war, die es nicht verstanden habe, den ganzen Kram hintergedrückt. Es hat kaum Flames gegeben in der ganzen Gruppe, obwohl sie ein unglaubliches Potenzial zu Flames hatte wegen des hohen Anteils an Laufkundschaft. Einige der schlimmsten Trolle, die da eingetrudelt sind, die wollen ja Aufmerksamkeit, die wollen ja Karma, haben gelernt, wie es in dieser Gruppe Karma gibt. Die haben wir umgedreht. Und das sind einige der besten FAQ-Autoren geworden. Die sind da angekommen, das hat man nicht geglaubt, wie die sich da reingefläst haben. Das sind meine fleißigsten Schreiber gewesen hinterher. Das hat gut geklappt. Was nicht geklappt hat, ist, wir haben hier einen Prozess des technischen Schreibens, wo du relativ unstrukturierte Themen hast, Fragenkomplexe, die auftauchen, die im Kontext beantwortet werden, interaktiv quasi. Jemand stellt eine Frage, ein anderer schreibt ein paar Minuten darauf einen Artikel, jemand anders nimmt darauf wieder Stellung. Aber was man machen muss, wenn man eine FAQ schreibt, ist 5 oder 6 dieser Artikel nehmen und zusammen kondensieren in einen geschlossenen Artikel, wie er zum Beispiel auch in der CT stehen könnte. Kürzer natürlich. Aber die Interaktivität muss raus, die Kontextbezogenheit muss raus und die Formulierungen müssen sich ändern, dass sie generischer werden. Das Thema muss ein bisschen geschlossener abgehandelt werden. Und wenn man 10, 20 dieser Fragen hat, hat man ein Kapitel zu einem bestimmten Thema. Database Access, Web Security, was ist eine Cross-Site-Scripting-Attacke oder sowas in der Art und wie vermeide ich das, wenn ich PHP code? Oder generell als Oberthema dann Web Security oder Performance oder was auch immer. Und was man jetzt noch machen könnte, ist aus diesem Artikelstil noch weiter raus abstrahieren und noch mehr geschlossen ein Themengebiet abcovern und daraus quasi ein Buch generieren. Ich kenne nur eine Newsgroup, wo das geklappt hat. Wer ist der Peter van der Linden? Deep Sea Secrets, dieses C-Buch. Das ist im Grunde die Complank C FAQ dann als Buch jetzt. Also das Buch, das man nach dem Kernigan Ritchie liest, wenn man C programmieren lernen möchte, ist dann dieses. Und sowas hätte auch hieraus entstehen können, aber ich hatte nicht die Zeit und die anderen Leute hatten irgendwie auch nicht die Zeit und die Lust oder Befähigung, dann da tatsächlich ein Buch draus zu generieren. Und so ist aus dieser FAQ kein Buch geworden. Und das andere ist halt, ich habe nach 2 und am Ende nach 4, 5 Jahren mit dem ganzen Thema nichts mehr zu tun gehabt. Ich habe ja dann 2003 auch den Job gewechselt, bin umgezogen
Und es hat irgendwie, es ist niemand nachgekommen, der dann Bock hatte, das irgendwie weiterzuführen und als Gruppe, als Community weiterzuentwickeln. Und dazu kommt dann halt das generelle, Usenet ist nicht wirklich ein Medium, das sich strukturiert hat weiterentwickeln können aufgrund der Netzorganisation und der Softwareentwicklung und bestimmter anderer Themen in diesem ganzen Kontext. Und auch aufgrund der Unkontrollierbarkeit. Heute gibt es also weder Usenet noch, die Gruppe gibt es glaube ich noch, aber da findet auch nichts Sinnvolles mehr statt. Meine damalige Freundin hat ein paar Jahre später etwas anderes gemacht. Es gibt eine andere Gruppe, da geht es um Rollenspiele. Das ist kein Hard-Science-Thema in dem Sinne, dass man jetzt eine Meinung haben kann oder einen Artikel schreiben kann und man kann entscheiden, ob das nun korrekt ist oder nicht. Sondern es gibt halt bestimmte Verhaltensweisen, die unakzeptabel sind, das muss man erklären. Und es gibt bestimmte Diskussionen, die bereits geführt worden sind, und die kann man gerne nochmal führen, aber die Erkenntnisse von dem vorherigen Diskussionsstand, die möchte man gerne in irgendeiner Form aufbewahren. Das heißt, wenn man diese Gruppe jetzt zum Beispiel steuern oder übernehmen möchte, dann muss man das anders machen, als man es mit einem PHP-Forum macht. Einmal ist es viel weniger Traffic, dann gibt es eine etablierte Kultur, Diskussionskultur, also sehr viele Regulars, wenig Laufkundschaft. Und was es gibt, sind immer wiederkehrende Diskussionsthemen, Regelfragen, Fragen, wie geht ihr mit diesem oder jenem um, wenn ihr Rollenspiele spielt, ähnliche Geschichten. Was gibt es an Spielstilen, was gibt es an Spielzielen, all solche Sachen. Und es gibt auch immer wiederkehrende Kontroversen, kann man dies machen, kann man das machen und so weiter. Und was sie gemacht hat, ist auch erstmal Kultur schaffen. Weil, also FAQ schreiben, der Gruppe ein Erinnerungsvermögen geben, heißt aber dann auch, dass ich als derjenige, der die FAQ schreibt, die Kultur definiere. Weil ich ja wähle, was in die FAQ kommt, wie es geschrieben wird, was nun wie gehighlightet wird. Da kann ich ja ganz, ganz viel Macht ausüben. Und was sie gemacht hat, ist, sie hat die FAQ wie Wikipedia-Artikel geschrieben oder eigentlich an kontroversen Stellen wie Everything-To-Artikel. Wikipedia hat etwas, das nennt sich Neutral Point of View. Das heißt, Lexikonstil halt. Die Diskussion wird wiedergegeben, möglichst ohne Position zu beziehen und die kontroversen Sachen werden gesondert rausgeschrieben und die verschiedenen Kontroverspunkte nochmal herausgestellt, dass die alle Positionen da vertreten sind. Das findet man in Wikipedia-Artikeln ganz viel. Oben stehen die Fakten und darunter steht dann meistens so eine Sektion, da steht dann Criticism und dann kommen in so einer Spiegelstrichliste die verschiedenen strittigen Themen, die da aufgeführt werden. Everything Too macht es noch ein bisschen anders. Wenn es kontrovers ist, dann werden einfach mehrere Artikel, also mehrere Antworten zu der Frage präsentiert und nebeneinander gestellt, kommentarlos. Man kann die dann alle lesen und gegeneinander gewichten und in Everything Too sogar noch bewerten, dass die populäreren oben stehen und die nicht so interessanten unten. Bei der FAQ hier, die war nicht interaktiv, waren sie einfach so nebeneinander gestellt. Das führt dazu, dass am Ende bestimmte Themen abgeschlossen sind, weil das, was in der FAQ archiviert worden ist zu einem Thema, irgendwann Coverage hat, also das Thema vollständig abdeckt. Und wenn man dann wieder losgeht mit der Diskussion, dann kommen halt die ganzen Regulars aus den Löchern und sagen, ja, darüber haben wir uns schon mal unterhalten und vielleicht möchtest du das einmal nachlesen in der FAQ. Also auch ein anderer Antwortstil, viel kneipenmäßiger, persönlicher, aber dann doch so, ja, und wir haben uns da auch schon mal drüber unterhalten und tatsächlich, wir haben auch schon das Buch dazu geschrieben, da ist der Artikel, einfach nachlesen, wenn du möchtest. Aber ansonsten können wir es ja auch gern nochmal wieder durchkauen, das Ganze. Die meisten Leute lesen es danach und stellen fest, das ist tatsächlich schon alles gesagt worden zu dem Thema. Es gibt also kaum noch wiederkehrende Themen. Und das ist für so eine Low-Traffic-Gruppe tatsächlich nicht unbedingt das Günstigste. Also unter Umständen wäre es halt sinnvoll gewesen, da mal die Leute auszutauschen, statt die Themen, weil die Themen irgendwann mal alle sind. Ich bin ein bisschen strittig oder zwiespältig hinsichtlich des Verfahrens, aber es ist zumindest gezeigt worden, dass es funktioniert und auch wie es wirkt. Ob das, wie es wirkt, erstrebenswert ist, weiß ich nicht. Und es ist auch nicht richtig messbar, wie gesagt, irgendwann auch der ganze Usenet-Niedergang dazugekommen ist und das weggespült hat. Aber es ist zumindest ein komplett anderer Ansatz und einer, der zeigt, wie es man auch mit nicht-technischen Gruppen, also mit eher weichen Themen, handhaben kann. Ja, und dann gibt's Krieg.
DTB ist ist dtalkbizarre.de für Deutsch und talkbizarre ist Klamauk, Satire, Wirr, also jedenfalls eigentlich eine Spaßgruppe. Hier steht Testbed für Experimentalkommunikation. Das beschreibt es eigentlich ganz gut. Das waren halt, also es hat sich diese Gruppe gebildet, weil es gab Talkbizarre und man meinte, man müsse das auch haben. Irgendein Mensch hat es tatsächlich genehmigt. Also das heißt, es hat eine Wahl stattgefunden und die ist wundersamerweise so ausgegangen, dass diese Gruppe eingerichtet wurde. Und dann haben sich da ein paar Leute zusammengefunden und dann sind, ich glaube, das Konkreteste, was man sagen kann, sind Dinge passiert. Also es ist ein bisschen so wie Twitter mit mehr als 140 Zeichen gewesen. Also wirr, aber länger. Und 75:8. Dankeschön. eine Tradition, die sich relativ schnell etabliert hat, sind Out-of-Area-Einsätze. Also die Regulars aus DTB haben sich halt überlegt, was ist denn, wenn wir unseren Kommunikationsstil hier mal in eine andere Gruppe transplantieren und sagen wir mal mit den UFO-Leuten diskutieren darüber, wie Verschwörungstheorien richtig aussehen. Also man könnte ja mal versuchen, deren Verschwörungstheorien zu toppen. Stellt sich heraus, das geht gar nicht. Also wenn die DTB-Leute mit einer erfundenen, offensichtlich verabredeten Verschwörungstheorie in die D-Alt-UFO-Gruppe einfallen und versuchen, die UFO-Leute auszustechen, dann kommen die und bauen das in ihr Zeug einfach ein. Das ist wie der Blob, das ist nicht besiegbar, das wird alles assimiliert. Wenn man das Ganze in D-Admin News Groups macht, also in der oder Administration, also in der Netzverwaltung, dann sind da die ganzen Nomic-Spieler, die stürzen ab. Das ist total cool. Und auch mehr als einmal passiert. Wenn man versucht, also was wir da gemacht haben auch, war eine Sache, das ist hier dieses Stichwort Wahrheitsfindung ohne Wahrheitsnennung. Wir haben es geschafft, innerhalb von DTB einen Gruppenkonsens herzustellen zwischen den Leuten, die da mitdiskutieren, ohne ihn auszuformulieren. Also das fing damit an, dass ich meinte, diese Admin-Gruppen zum Beispiel oder überhaupt Leute versuchen jetzt in DTB reinzukommen und mit hier jemandem, also einer Organisation zu reden. Ja, weil hier muss es ja einen Verantwortlichen geben. Na okay, geben wir ihnen einen. Da hatte ich schon ein bisschen Erfahrung mit. Ich habe zu dem Zeitpunkt die Kieler Netzwerkhierarchie administriert. Und das war eine, die über 5 verschiedene Netzwerkprotokolle, Usenet, Mausnet, Fido, Cerberus und noch ein paar Sachen, gegatet wurde. Und viele von den Nicht-Usenet-Netzen waren halt hierarchisch organisiert. Es gibt also für alles einen Ansprechpartner. Und dann kommt aus dem Mausnetz von irgendeinem Mausnetz-Koordinator eine Anfrage, ob er denn die Kiel-Gruppen im Mausnetz führen dürfe. Und dann ist halt die Frage, es gibt keinen Kielnetz-Koordinator. Wenn du die Gruppen haben willst, dann lädst du sie halt auf deinen Rechner, in was für ein Format auch immer. Sorg halt dafür, dass es keine Duplikation von Nachrichten gibt. Das versteht ein Mausnetz-Koordinator nicht, weil das in seinem Mausnetz-Universum so nicht funktioniert. Also sagst du, irgendjemand sagt, ich bin der Kielnetz-Koordinator, ich sag, du kannst das machen. Es gibt keinen Kielnetz-Koordinator, aber wenn du ihm sagst, du bist es, dann ist das in Ordnung für ihn, das passt in sein Koordinatensystem. Check, und die Gruppen sind auf seiner Karre. Okay. Man muss also schon wissen, was für Erwartungen auf der anderen Seite, also kultureller Art, existieren. Und wenn man die dann einfach erfüllt, dann passt man da rein und dann gibt es keine Reibungsverluste. Das flutscht alles nur so. Das kann man also auch mit DTB machen. Ich schrieb also irgendwann einen Artikel in diese Gruppe, wo ich sagte, ist auch unwichtig, es gab jedenfalls Anordnungen. Und unterschrieb das halt mit Sprecher und 5. der 13 Weisen des Hohen Rates der 13 Weisen vom Feed. Das ist eine offensichtlich unsinnige Organisation, also schon am Titel kann man sehen, dass das vollkommener Schwachsinn ist. Und ich habe mir auch nicht die Führungsposition gegeben, sondern halt 5. der 13 und Sprecher halt, also eine Position oder Rang und eine Rolle. Und diese Anmaßung hier und was ich damit wollte, das haben die Mehrzahl der Leute, der Regulars dieser Gruppe, sofort verstanden, ohne dass ich es erklärt habe. Und sie haben darauf korrekt reagiert, sie haben nämlich andere Titel gegeben, der Sachte zum Beispiel, also 7-8. Und die ersten 3 hat keiner genommen, auch das war sofort klar.
Also, die, ja, das ist also eine führungslose Organisation, wo alle Leute einen Rang oder Titel haben, aber die sind alle gleich irgendwie. Ja? Es ist auch egal, ob es da eine Hierarchie gibt, weil die Hierarchie ist kopflos. Das heißt, du hast also organisierte, strukturierte Anarchie. Und das brauchte ich auch nicht zu erklären, das hat sich spontan ergeben. Das ist voll super gewesen, das war genau das, was ich wollte. Und dieser Artikel hat das so durchgeschoben. Und alle anderen haben es sofort begriffen. Und jetzt konnte man ja gegenüber dieser Admin-Gruppe, was ja auch eine Organisation war, allerdings mit einem Kopf und echten Titeln, gegenüber als Organisation auftreten. Man hatte ja eine. Also du hast auf der einen Seite den Hohen Rat der 13 Weisen vom Fied mit all seinem Pomp. Und du hattest auch sofort die Allianz. Die Allianz wieder den Hohen Rat der 13 Weisen vom Fied. Das war Toje, Thorsten Jetzenbeck, und er hat auch sofort verstanden, worum es ging, und hat dann natürlich sofort auf unserer Seite mitgemacht. Weil du glaubst ja nicht, dass es mehr als eine Verschwörung gibt, ne? Das sind nur andere Markennamen derselben Verschwörung. Also antarktische Ananaszüchter oder die Hohlerde-Leute oder halt der Hohe Rat, das ist alles dasselbe. Oder die Illuminaten. Und wir haben es geschafft, das Usenet als Organisation und auch als Kommunikationsmedium an seine Grenzen zu bringen. Ich habe hier auf der Titelseite von diesem Vortrag unten einen Titel stehen gehabt, Deutscher Meister, Rekordhalter im Fremdcancel. Also man kann Artikel im Usenet löschen, also seine eigenen. Wenn man den Absender fälscht, kann man auch anderer Leute Artikel fälschen. Und wenn man das macht, dann wird man normalerweise ganz böse ausgebuht und fies niedergemacht und sonst wie. Viele Leute im Usenet damals haben DTB als Mülleimer benutzt. Also die haben, wenn eine Diskussion anderswo aus dem Ruder lief, dann haben sie ein Crossposting gemacht. Das geht halt in zwei Gruppen gleichzeitig und eines von den beiden war halt DTB. Und das heißt, wenn du nur DTB liest und die andere Gruppe nicht, dann kriegst du die ganzen Müllartikel und Müll-Diskussionsthreads so halb mit. Das verschmutzt die Gruppe, die muss dann mal gereinigt werden. Ich habe also alle Artikel die letzten 30 Tage oder so in meinem Newspool genommen und dafür Fremdcancel generiert. Und für 3 Tage, wie Jesus, die gesamte Gruppe komplett getötet, leer gehabt. Das hat, weil es ja viele Crosspostings waren, auch die Artikel natürlich in den Originalgruppen gelöscht. Es ist ja nur ein Artikel, der ist in 2 Gruppen gleichzeitig, es sind nicht 2 Kopien desselben Artikels. Und wie bei Jesus ist das alles die gesamten 30 Tage nach 3 Tagen wiedergekommen, aber mit geänderten References, das war dann, und geänderten Betreffzeilen. Es gab dann den only thread ever. In Klammern, was Originalbetreff. Und alle bezogen sich auf den ersten Artikel des only thread ever, und das war irgendein Spam über Webcam-Porno, bizarr halt, der da in die Gruppe gekommen ist, wo ich dann alles andere angehängt habe. Und weil es ja Crosspostings waren, ging es auch in die Originalgruppen wieder zurück. Das schwappte also so raus. Das ist alles hoch illegal gewesen. Und es gab dann in den Admin-Gruppen eine Diskussion. Die sind ja komplett unkontrollierbar in dieser Gruppe. Wir müssen DTB löschen. Und daraufhin sagte die gesamte Regularmannschaft von DTB, yes! Ihr habt vollkommen recht! Wir waren böse und müssen bestraft werden. Und daraufhin nahm die Diskussion in den Admin-Gruppen komplett bizarre Züge an. Also das wurde DTB, weil die sagten, hey, die wollen das doch. Nee, jetzt vote ich mal gegen diesen Call for Vote Remove Group, den ich gerade vorgeschlagen habe. Das ist mir fishy. Warum wollen die, dass ihre Gruppe gelöscht wird? Ja, weil es dann ein Gesamtkunstwerk ist. Das zerstören wir lassen euch die Gruppe. Ja, das wollen die doch. Und ich weiß nicht, also ich fand es großartig, es hat riesen Spaß gemacht. Auf der einen Seite habe ich da eine ganze Menge über Kommunikation gelernt, mit diesem ganzen Kram. Auf der anderen Seite eine ganze Menge Leute, andere Leute hätten das auch tun können. Also sowohl das Machen als auch das Lernen, aber weder das eine noch das andere getan, wie man sieht. Aber warum habe ich es gemacht? Es hat halt Spaß gemacht. Und da sind wir wieder bei der ersten Begründung, ganz am Anfang. Warum Leute überhaupt trollen und flamen.
Ja, Usenet gibt es nicht mehr, aber diese Probleme und die Methoden, die gibt es alle noch und die funktionieren auch jetzt noch. Also, wenn ihr euch ein Forum sucht und da Dinge ändern wollt, dann überlegt euch erstens, was ist das Kriegsziel? Und dann überlegt euch, was ist das Publikum? Und was sind die Mittel, die ich habe? Kann ich Repression verwenden oder nicht? Und dann überlegt euch eine passende Methode. Und denkt dran, wenn ihr nachgedacht habt über das Kommunikationsproblem und da systematisch rangeht, die tun das alle nicht. Das heißt, die zählen als wehrlos. Es ist überhaupt gar kein Problem, das zu ownen. Man kann sogar das Heise-Forum ownen, wie ich festgestellt habe. Ich habe bei 2003 bei web.de gearbeitet und web.de hatte die unangenehme Eigenschaft, manchmal auszufallen. Und wenn das passierte, gab es immer einen Artikel auf dem Heise News-Ticker, bis Heise mal ausgefallen war. Und sie dann gemerkt haben, wie das ist. Danach gab es solche Artikel nicht mehr. Und in diesen web.de-Artikeln gab es dann immer eine ganze Menge Gerente und seltsamen, faktenfreie Verschwörungstheorien und alles Mögliche. Der Ansatz für das Heise-Forum ist wieder ein anderer übrigens. Der ist Carpet-Bombing. Man muss einfach alle Zweige, alle Threads mit Fakten beenden. Also man geht das gesamte Heise-Forum durch, jeden einzelnen Thread und schreibt jede einzelne dieser Personen nochmal halb individualisiert, halb Textbausteinigung die korrekte Antwort. Also nein, das Folgende ist passiert. Nein, das ist bei web.de nicht so, sondern es funktioniert so. Und weil man da ja intern mehr Informationen hat als die anderen, muss man dann auf der web.de-Website, die man zum Glück relativ gut kennt, die öffentliche Version dieser Fakten finden, dass man es auch belegen kann. Baut dann noch ein paar URLs dahinter, da stellt man auch sicher, dass man keine internen Informationen liegt. Und wenn man das ungefähr eine Viertelstunde lang macht, das Heise-Forum ist ja relativ schnelllebig, dann stellt man fest, dass erstens die Posting-Frequenz auf dem Heise-Forum langsamer wird, dass die Leute anfangen, auf diese Fakten zu reagieren und dass die ganze Diskussion da konvergiert, und zwar in die Richtung, die ich da halt haben will. Das heißt, man kann das auch da machen. Aber das Heise-Forum zu beherrschen, ist schon ein ziemliches Biest. Das Einzige, was es gewinnbar macht, ist halt die Schnelllebigkeit. Das ist halt auch kulturlos, das erinnert sich nicht gut. Und das ist aktuell. Und das heißt, wenn man da zum richtigen Zeitpunkt eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Lebenszeit rein investiert, dann ist auch das besiegbar. Es geht halt relativ schnell vorbei. Ja, das ist das, was ich habe. Wenn ihr noch Fragen habt, nur zu. Vielleicht habe ich noch was Passendes. Ja. Die Frage war, wie macht Stack Exchange das und ist das besser? Erstmal ist Stack Exchange ein klassisches Webforum. Das ist schon mal leicht gewinnbar aus der administrativen Perspektive, weil man da auch repressive Methoden zur Verfügung hat. Insbesondere wenn Accounts was kosten oder einen Wert haben, also einen ideellen Wert haben. Weil dann Banning oder solche Sachen wirksam sein können. Man muss dann aufpassen, dass die Community nicht sauer wird, dass man also diese ganzen Bannfähigkeiten tatsächlich benutzt gegen Leute, die allgemein als negativ empfunden werden oder von denen die weitaus größte, also zwei Drittel oder mehr Mehrheit, denkt, dass die besser gehen sollten, weil sonst die Führung des Forums als despotisch vorgenommen wird. Das ist das, was es da zu vermeiden geht. Das heißt, es muss also als Erlösung erfunden werden, dass der Typ jetzt seinen Account verloren hat, der da gestört hat. Und nicht als Problem oder als Machtausübung der Administratoren, sondern als Pflege quasi. Und solange man innerhalb dieser Grenzen bleibt, kann man da dann auch die repressiven Mittel zur Hilfe nehmen. Allgemein ist es halt so, dass Management bei Darth Vader schlecht funktioniert. Also diese ganze angstbasierende Kommunikation immer mit relativ hohen Kosten karmamäßig verbunden ist. Die hat zwar schnelle Wirkung, der Typ ist jetzt weg, aber sie ist nicht nachhaltig. Und diese ganze respektbasierenden, ich baue mir eigenes Karma auf und die Leute folgen mir, weil sie das glauben, das funktioniert wesentlich besser. Und man sollte versuchen, beim Community Management in jedem Fall diese Methoden zu bevorzugen, weil das einfach viel, viel nachhaltiger ist. Man kriegt auf diese Art und Weise andere Leute dazu animiert, mitzumachen.
Und auf diese Art und Weise kriegt man seine eigene Feuerkraft oder Beeinflussungskraft oder was auch immer in so einem Forum multipliziert. Und wenn man angstbasierende Kommunikation verwendet, ist das in der Regel auch so, dass man da keine Multiplikatorwirkung hat und das deswegen schon immer die zweitbeste Lösung ist. Die Frage war, wie ist das mit Webforen, werden die weniger betreut? Die Folgefrage war, liegt es daran, dass Webforen unbequem zu benutzen sind? Um die zweite Frage zu beantworten, ich glaube nicht, dass Webforen unbequemer zu benutzen sind. Wenn man Gelegenheitsbenutzer ist, ist es sogar viel bequemer, weil das Interface zum Beispiel im Vergleich zu Usenet oder Mailinglisten oder was auch immer entdeckbar ist und das Interface einheitlich ist, das heißt, andere können es einem erklären, und helfen, und zwar alle, weil sie alle dieselbe Oberfläche benutzen. Für viele Nutzer ist das Webinterface von einem Webforum hinderlich und die brauchen einen anderen Weg. Aber für die weitaus meisten Leute ist es von der UI her vermutlich das Bessere. Es ist auch so, dass ich über das Webinterface, dadurch, dass es einheitlich ist, Standards erzwingen kann. Von den Möglichkeiten her, ein Problem, das Usenet hatte, ist ja, dass es nicht upgradebar war. Ich kann die textbasierende, bilderfreie Kommunikation vom Usenet nicht auf etwas Modernes mit reichem Content, Formatierungen, Bildern, Medienintegrationen, Hyperlinks anheben, weil ich den nichts voraussetzen kann bei den Clients. Da hat halt jeder seinen eigenen Client und NNTP. Für NNTP ist die Nachrichten ASCII-Blob, hat nicht mal Umlaute. Und schon der Umstieg auf MIME und Umlaute hat nur halb geklappt. Und einer der Gründe, woran NNTP gescheitert ist, ist halt, dass das Protokoll nicht upgradebar war. Das ist beim Webforum sehr leicht. Der erste Teil der Frage war, ich habe es gerade den roten Faden verloren. Ja, das Problem, das wir beim Webforum haben, ist, dass jedes Webforum einen eigenen, anderen Administrator hat. Das Gute am Usenet war, dass es da eine Gruppe von Serverbetreibern gab, die miteinander kommunizierte, voneinander wusste und die Infrastruktur betrieben haben. Das heißt, sie haben nicht einen Forum betrieben, sondern die Server, auf denen alle Foren liefen. Und es ist eigentlich auch egal, wie viele das waren. Eine Gruppe einrichten kostet eigentlich nichts. Trotzdem wurde darüber wochenlang diskutiert, was totaler Unsinn ist und auch kontraproduktiv war. Aber was die Leute gemacht haben, ist Infrastruktur betrieben. Und sie haben sich vor allen Dingen inhaltlich aus der ganzen Sache weitgehend rausgehalten. Wenn ich einen Webforenbetreiber habe, ist es jemand, der meistens das Forum startet, weil er an der Sache, an den Themen interessiert ist und dann ein Forum betreibt. Aber er hat weder von der Soziologie und der Technik der Kommunikation Ahnung, noch hat er davon Ahnung, wie er sein Forum spammersicher macht, noch kriegt er ein PHP auf einem Webserver länger als 5 Minuten gegen irgendwelche automatisierten Attacken gehalten. Das heißt, ich habe also irgendeinen Menschen, der ein persönliches Anliegen hat, womöglich ein technischer und kommunikativer Volldepp oder Anfänger ist, also unzureichend ausgebildet ist und eventuell gar nicht die Chance hat, sowas zu lernen, weil ihm der Hintergrund fehlt. Und der eventuell auch unzureichende Infrastrukturkapazitäten im Hintergrund hat, weil sein Server viel zu klein ist. Und der versucht nun etwas zu betreiben. Viele Webforen sind einfach deswegen schlecht, weil die Leute, die sie führen, nicht wissen, was sie tun. Also sie wissen vielleicht was über Katzen oder über Motorräder oder darüber, wie man Gothkleider selber näht oder sowas in der Art. Aber sie wissen nichts über PHP und Serverkapazitäten und Hosting. Und sie wissen auch nichts da, wie man einen Flame War unter Kontrolle kriegt, ohne seine Gesundheit oder sein Seelenleben darüber zu opfern. Und das führt an dieser Stelle zu ganz viel Problemen und zu ganz viel Verlusten. Ja, dann. Dankeschön.